Jawohl. Ja, ist gut. Boah. Alter, alter, alter. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute vor, mit den Turus Ukus, vermutlich eher die 12 und 16 cm Varianten, hier in diesem Kanalsystem auf Hecht zu angeln. Und das mache ich nicht vom Ufer aus, sondern von einem aktuellen Kajakmuster. Wir müssen da zwar noch einiges dran verbessern, aber den momentanen Stand könnt ihr euch schon mal ansehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Also, um kurz das zu zeigen, was ich im Intro gesagt habe, hier der Turus Uku in der originalen 12 cm Variante taucht ungefähr 2,5 Meter tief. Ich habe mal ein Fire Tiger Dekor für diesen recht trüben Kanal ausgesucht, zumindest ist es heute recht trüb. Und das hier ist unser Kajak, das aktuelle Muster. Es ist ein aufblasbares Kajak. Ihr werdet gleich sehen, wie schnell das aufgebaut ist und wie kippstabil das Ganze ist. Wir sind noch ein bisschen am Testen, das hier ist eine schmale Variante, wahrscheinlich machen wir es noch ein bisschen breiter. Stuhl, hier Antrieb, man sieht es ja, hier Lenkung, Finne, es sind noch viele 3D-Druckteile dabei. Lange noch nicht final, aber auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil einzusetzen und heute nehme ich euch einfach mal mit. Und PS, hier seht ihr alles, was ich brauche, um vom Kajak aus zu angeln, inklusive Stuhl, Pumpen, ja, und es ist wirklich alles total klein und leicht und ja, bauen wir das Ganze mal auf. Hier das eigentliche Kajak, ich habe es euch ja versprochen, klein und leicht. Ja. Was wiegt das? Keine Ahnung, ich kann es auf jeden Fall hier mit einer Hand vor mich halten, keine 20 Kilo. Vielleicht ein bisschen über 10, mit Zube natürlich dann schon schwerer, aber das bekommt ihr ganz, ganz easy auch in einen kleinen Wagen rein. Und hier sind sogar schon Schienensysteme montiert, um den Sitz und auch Zubehör zu montieren, aber das zeige ich euch dann später. Heute wollen wir in erster Linie mal angeln. In den nächsten Videos seht ihr dann nach und nach, was es mit diesem schönen Kajaksystem auf sich hat. Bevor wir starten, ganz kurz noch was zu unserem Kajak. Ich habe immer noch keinen Namen gefunden, aber irgendwie bin ich mittlerweile so in der Region Tasca anbelangt. Ja, unsere Schlauchboote heißen ja Tasca und ich finde, das ist so ein einprägsamer Name, sodass wir hier auch irgend so eine Tasca-Variante draus machen sollten. Ein aufblasbares Kajak in der Mitte, das ist ein Airdeck, also ein Hochdruckluftboden, so wie wir es von unseren Schlauchbooten auch gewohnt sind. Und an der Seite haben wir Tubes und die sorgen dafür, in Kombination mit dem Airdeck, dass mal wirklich einen mega stabilen Standard. Ihr habt es gesehen, ich kann quasi hier die Spitze ans Ufer anlegen, kann dann quer drüber laufen, ohne dass es irgendwie kippt. Auch jemand, der deutlich über 100 Kilo wiegt, sollte da keine Probleme haben. Die finale Variante wird wahrscheinlich noch ein bisschen breiter, somit noch stabiler. Und ihr habt es ja vielleicht auch schon bei einem Drill von Großfisch gesehen, also ein 2,20 Meter Waller. Eines der letzten Videos, die ich veröffentlicht habe, da habt ihr schon gesehen, welche Kippstabilität so ein Teil hat. Und das ist für mich wirklich der größte Vorteil dieses Kajaksystems. Es ist deutlich kippstabiler als diese festen Hartschalen-Varianten, wo man schnell mal eine Eskimo-Rolle macht. Und der zweite Riesenvorteil, ganz, ganz einfacher Transport. Wenn man dann noch die Qualität gut hinbekommt, also auch von Antrieb und Lenkung und das Ganze auch noch für einen vernünftigen Preis, sprich nicht deutlich über 1000 Euro. Ich versuche sogar irgendwo in der Region von 1000 Euro zu bleiben. Wir werden sehen. Ja, dann hat man wirklich ein sehr, sehr geiles Teil, wo es für jeden quasi für ein kleines Geld möglich ist, vom Boot aus zu angeln, ohne E-Motor wirklich sich leise voranzubewegen. Und das sind dann die Techniken, die einem auch ja, zum Fisch verhelfen. Das wollen wir heute mal sehen, ob das funktioniert. Ich werde zum Beispiel so ein bisschen schleppen mit dem Turus Uku, aber auch werfen. Also jetzt höre ich auf zu babbeln. Gleich kommt auch ein Flieger und macht nochmal Krach. Lasst uns anfangen zu angeln. So, Akku gewechselt. Ich stelle das jetzt gleich wieder
ordentlich ein. Ja, bisher war es relativ zäh, es ging nix. Heute Mittag habe ich noch bestimmt über eine Stunde mit einem Kumpel gesprochen, den ich hier getroffen habe. Der hat mir auch ein paar interessante Dinge erzählt. Ja, bin ich auch gar nicht böse drum. Einfach mal zwischendurch, es hat auch gerade geregnet, mal ein kleines Päuschen zu machen. Aber natürlich, wenn man im Endeffekt nur 3-4 Stunden angelt, darf man sich nicht beschweren. Ich werde die letzte Stunde des Tages noch nutzen. Vielleicht geht noch was und wenn nicht, erzähle ich euch nachher, was ich morgen vorhabe. So, Satz mit X. Ja, ich habe heute Abend mich nochmal mit meinem Kumpel unterhalten, der ist gerade heimgefahren. Die haben mit Köderfischen geangelt, gedeadbaitet und da ging auch nichts. Es ist noch jemand dazugekommen, die haben 2 kleine gefangen, aber insgesamt wurde heute sehr, sehr wenig hier gefangen. Wenig bis nichts. Und was gefangen wurde, sehr klein. Mit Kunstköder hat keiner geangelt hier auf dem Abschnitt außer ich. So, ihr merkt schon, ich suche Ausreden. Fakt ist, morgen würde wieder angegriffen. Wahrscheinlich an einem anderen Polder, an einem anderen Kanal. Wo genau, weiß ich noch nicht. Mein Kumpel schickt mir noch so ein paar Tipps und mal gucken, wo wir dann morgen starten. Und ja, hoffentlich geht morgen was. Aber so ist es nun mal. Nicht jeder Tag ist Fangtag. Wir gucken und hoffen auf morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich starte das Video heute hier mal im Auto, beziehungsweise halb im Auto. Ich traue mich nämlich gar nicht, die Kamera rauszuhalten. Es ist extrem windig, 40 km/h und es regnet. Ekelhaft. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Also, ich habe mein Kajak da hinten liegen. Das Tasca Air, Tasca Board, Tasca Light, Tasca Pedal. Weiß ich, wie es heißt. Ja, müssen wir uns noch was überlegen. Und heute werde ich mal ein Echolot montieren. Das hatte ich das letzte Mal nicht dabei. Ich bin hier in einer anderen Ecke des Kanals unterwegs und hoffe, den Tipp habe ich auch bekommen, dass es hier mehr Futterfische gibt. Und dass halt auch die dicken Hechte sich hier aufhalten. Und ich werde überwiegend mit dem Butcher angeln. Also auf jeden Fall ein bisschen größer. Ich werde wahrscheinlich auch nur werfen. Was ein ekliges Wetter, ey. Was ein ekliges Wetter, ey. Uah. Also egal, keine Ausreden. Ich fange an. Jawohl. 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 Boah, ist gut. Ja, ist gut. Boah. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter, Alter. Boah.
Genau wegen dem bin ich hier. Genau wegen solchen Fischen. Das ist ein Meterfisch. Und was für einer. So, Fisch ist abgehakt. Ich habe ihn noch im Wasser gelassen, hier mit dem Kescher. Das System des Butchers, des großen 25 cm Butchers in Shock Perch, ja, das war der Erfolgsköder. Es hat sich komplett im Netz verfangen, aber der Fisch ist frei. Und ich würde sagen, wir machen gar nicht lange rum. Dann präsentieren wir ihn mal. Hoho, was ein Teil. Ist gut. Richtig gut. Er hat 1,15 Meter, aber richtig fett. Boah, 1,15 Meter, aber richtig, richtig fett. Geil. Hier ist aber direkt wieder sausen. Boah, Alter, was ein fetter Fisch. Was ein fetter Fisch. Geht er. Da geht er. Oh, Wahnsinn. Was ein windiger Tag. Aber mega geil, ey. Ich habe mich eben noch verquatscht mit jemandem, der hier auch vom Kajak aus gefischt hat. Wir sind dann noch ein bisschen hoch gemeinsam fischen gegangen. Ich habe allzu mehr Zeit verloren hier im Winter. Ist ja nicht viel Zeit. Vor allen Dingen nicht, wenn man erst um 11, 12 Uhr mit dem Angeln anfängt, so wie ich hier im Urlaub. Und dann doch noch so eine riesen Möhre gefangen hier auf dem 25 cm Butcher. Mega, mega geil. Es hat sich voll ausgezahlt, die Futterfische zu suchen. Vielen lieben Dank auch nochmal an Pascal, ja, Kumpel, du weißt, wer gemeint ist, für den geilen Tipp, dass es sein könnte, dass hier die Futterfische stehen. Und ja, du hast mir ja gesagt, nimm den dicken Butcher und der hat's gebracht. Sehr geil. Ja, war auch ein geiler Drill, ein richtig fetter, kampfstarker Fisch. Nicht verunsichern lassen hier, Big Stick, 150 Gramm Wurfgewicht und eine Musterrolle. Eigentlich für den Welsbereich, aber hier beim Big Bait Angeln macht sie sich auch bezahlt. Ja, auf jeden Fall einen guten Dienst geleistet. So, ihr habt gesehen, wie viel Spaß man vom Kajak haben kann. Keine Sorge, da kommen noch ein paar weitere Videos, weil das Ding, das kann das Angeln echt revolutionieren. Ich bin ja ein großer Bellyboot-Fan, aber das Ding ist schon nochmal eine ordentliche Hausnummer geiler. Ihr müsst euch allerdings noch ein bisschen gedulden und wir müssen hier noch ein bisschen was verbessern. So, viel Spaß beim Hechtangeln. Wir sehen uns beim nächsten Video. 1,15 Meter. Fette 1,15 Meter. Geil. Bis dann. Ciao, euer Carsten.